Wieder Redstone. Boah, das brennt hier wirklich durch die Textur. Das glaubt man gar nicht. Hätten wir vielleicht doch mal das Nether Redstone genommen. Oder haben wir das noch? Wir haben noch einiges da. Wir haben hier noch ein Stack. Ich pulverisiere den mal, wenn nichts anderes läuft. Jo. Da dürften auch wieder 10 Stacks Redstone oder sowas kommen. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Ich digitalisiere jetzt unsere Barrels. Mach das. Output die automatisch nach unten? Oder brauchen wir einen Import-Bus für? Import-Bus. Okay. Und den dann auf Stackweise schalten. Das ist klar. Oh, ich hätte jetzt einfach nur irgendwie den so arbeiten lassen, dass er nur ein Item pro Stunde rauszieht. Da arbeitet er bestimmt auch gar nicht lang an Flint oder Kupfer. Ein Sticky Pisten. Wieso haben wir eigentlich 128 Stacks Flint? Weil wir es haben. Und da unten ist nochmal ein Flint Barrel. Das voll ist. Lol, also haben wir. Ja, ne? Jo. Genügend. Können wir Gravel rausmachen, vielleicht? Aus Flint kann man wieder Gravel machen? Ich glaube schon. Ja. Ach ja, das Blazing Powder, das dürfte ziemlich bald fertig sein. Wäre das nicht Parathium? Blazing, Pyrotheum? Blazing Pyro, sonst was. Blazing Pyromane, ja. So, wer hat die Dolly? Die schlägt in der Kiste wahrscheinlich noch. Ach, du verschiebst jetzt einfach die ganzen Barrels, ja. Macht irgendwie Sinn. Hatten wir nicht noch so ein QES? Wir hatten ganz viel von den Dingern. Meine Güte, war das mit diesem blöden Elomite jetzt aufwendig. Wir hatten auch immer eine riesige Kiste an Stöcken, oder? Nö. Ja. Nö. Komisch, den Wals hat man Stöcke. Wals. Oh nein, jetzt fehlt mir Lehm oder was? Hm? Wie viel Lehm? Das ist doof. Sehr doof. Wie viel? Sekunde, ich brauch 15 Lehm. Solange du nicht sagst Blöcke? Nee, einfach nur Items. Es kann sein, dass wir gerade noch knapp 15 in der Kiste beim Sludge-Bearbeiter haben. Also bei meiner Automatik-Farm unten. Da haben wir diesen Sludge-Verarbeiter mit der Kiste davor. Da wurde auch Lehm produziert, soweit ich das im Kopf habe. Ja, warte mal. Einfach so rüber. Ja. Ja, da ist genug drin. Sehr schön. Vielen Dank. Klar. Nee, das ist ergonomisch ungünstig. Mach mal an. Ja, weil Minecraft Ergonomik eine ganz große Rolle spielt. Ja. Da liegt dafür Redstone drin. Jetzt nicht mehr. Huch. Oh, schade. 17 Stacks. Das Ding ist noch nicht mal durch. Das war die Hälfte von Redstone. Ach du Scheiße.
Kannst du gleich ins ME-System reinpacken. Ah, stimmt. Ja, dann lass ich dann dich mal. Arsch. Kein Ding. Great Balls of Fire. Fertig. Claim Reward. Ich weiß aber nicht welches. Ich nenne. Hat schon jemand das geclaimed? Moment, noch mal. Ich mal das rechte. Ich nehme mal das linke. Und das war? Epic. Links ist Epic. Also in beiden ist Epic, okay. Mhm. Ein Mysterious Magnet. Sehr geil. Naja. Ethereal Essence. Lauter Essences habe ich bekommen. Die kommen zu mir in die linke Kiste vorne bei den Magie-Sachen. Bei den Magie-Sachen? Bei den Magie-Sachen. Magic Verbot in den Channel Table. Das heißt dahinter, ne, bei diesen. Ja, ja. Ja. Aber ganz ehrlich, ich habe eine Epic Bag und krieg ein Buch mit Silk Touch 1 raus. Ja. Es ist ein Buch. Das kommt jetzt in das MSE-System. Nein. Das töte dich. Wohin denn dann? Im Haus haben wir einen Indexer. Ah, okay. Der mittlere, glaube ich. So, wobei ich glaube, die Barrels können wir auch einfach abbauen, oder? Brauchen wir nicht mehr unbedingt. Ja, kannst du auch machen. Kann man die ranchen? Nein, kann man nicht ranchen. Huch. Ah, die haben wieder kein Werkzeug. Keine Ahnung. Axt? Nee, funktioniert nicht. Ich hab mit der Battle Axe auch schon probiert. Ihr könnt einen Reward claimen. Die blöden Ärzte da. Ist? Ja, die ganzen Eisen, die ganzen Materialblöcke. Ja. Ah, ja. Sehr cool. Und Abby habe ich noch nicht geclaimed. Doch, ich schon. Links. Brauchen wir dann die Abby Blocks? Links ist Epic. Wir brauchen rechts, keine Blocks mehr. Okay, also. Wie du willst. Also, was war beides? Links ist Epic. Beides, ja, rechts auch. Okay. Skin, Armor. Und 4 Herzen einfach. Schleif. Ah, passt. 186 bei mir gerade, wow. 190. Haha, ah. 200 müssen wir heute noch schaffen. Ja. Ich hab Spawning Eggs gekriegt, yay. Die brauchen wir Jaded noch. Cat. Pass auf, die sind falsch benannt, ne? Spawn Blizz. Ja, die schräg benannt sind, sind falsch genannt, ja, ich sehe schon. Spawn Silverfish ist falsch benannt, Spawn Chicken ist falsch benannt. Genau, Trolle, lalalal. Mushroom und Villager und Pig und Sheep und sind richtig benannt. Einmal episch. Ganz viele verdammte Fische. Verdammte Fische? Verdammte Fische, beziehungsweise Bait. So schlimm. B-Bait, Baitworm, Ant-Bait und Grasshopper Bait. Bait. Genau. Ja. Iman. Grinian. Dir geht's so gut. Warum? Bait. Upala, das war meine. Upala. Sorry, aber das wäre jetzt, ne? Alter. Ist was? Alles gut. Okay. Hab meine Axt abgeliefert, was auch immer. So, ich hab jetzt meine Aufgabe erfüllt. 64 Igneous Extruder, 5 Planter, 5 Harvester. Und wo war die Aufgabe? Achso, das war kein Quest, wa? Nee. Das war jetzt meine eigene erfundene Quest quasi. Ich habe mich halt dazu reingeritten, ist vielleicht jetzt nicht so gut, aber. Ja, ui, ganz viele Upgrades. Wir könnten vielleicht das. Mach eine 16M Storage. Jetzt sofort. Bin ich gerade bei. Nee, wir können Bragging Rights machen. Nein. Die brauchen wir ja nicht zwingend. So sinnlos. Ja, aber wir kriegen Reward Bags. Und vielleicht sind das ja Legendaries. Ach so, oh ja. Oh, und ja, und grüne Hardkanister und sowas. Müssen wir die Maschinen nochmal. Ach, die müssen wir nochmal neu craften, dann alle, ne? Ne, alle nicht, nur ein paar. Ja, meine ich ja. Die wir noch nicht haben. Ja, dann craft. Die mal. Boah, ne. Weil die grünen Hardcornister will ich. Oder soll ich die ganzen zwei Expansion-Teile noch machen, schnell? Ja, kannst du machen. Wirklich? Was? Das ist nicht. Oh Gott. Was ist eigentlich mit dem Warded Stone? Wie weit sind wir da weg von?
Ein Netherstar und ein paar Minuten Research. Ach, dafür bra... Oh, nee. Doch. Wo sollen wir den denn besiegen? Im Nether. Ja, okay. Wollen wir das dann mal langsam starten? Boah, machen wir das gleich. Nein. Ja. Also ich gehe nicht mit. Der Wither ist nicht so schlimm. Du musst Milch dabei haben in Glasflaschen. Und der Rest erledigt sich von selbst. Vielleicht Regen Bottle noch mitnehmen. Ja, wir haben ja mehr als genug Regen Potions. Ja, Instant Health haben wir auch da. Eben. Mehr brauchen wir nicht. Aber ich will nicht mein Schwert verlieren, wenn ich sterbe oder so. Wir müssen halt einen richtig schönen Platz finden im Nether, wo nicht viel Lava ist oder so. Nein, die Goldschüssel nervt nicht. Habt ihr eigentlich Looting oder feuern Sachen drauf? Nee. Nee. Sollte ich vielleicht einen letzten Schlag machen, dann kriegen wir vielleicht mehr Nether-Sterne. Unwahrscheinlich. Hallo, ich hab Looting 3. Okay. Die Chance besteht immerhin. Ah ja. So, ach, den Quarzstab, komm. Danach drauf, so. Aber gab's nicht mal Rotted Stone auch von Soundcraft aus? Gesundheit. Entschuldigung. Ja. Oder? Meine ich nur, Rotted Stone gab's doch auch mal von. Soundcraft. Ja, das ist eben der. Er wurde geändert. Stimmt. Du hast nicht gesagt, wir bauen einfach einen Raum aus Arcane Doors. Gut, das geht auch. Glaube ich zumindest. Aber das kostet auch eine ganze Menge dann. Ist egal, wir haben es ja. Ist so das Motto der gesamten Aufnahme, wir haben es ja. Haben wir eben nicht, weil mir echt Wasseraspekt fehlt. Du kannst dich aber gerne hinstellen und einfach mal stundenlang hier Eis hier durchjagen. Wo durchjagen? Das bringt ja nicht wirklich was. Wenn ich das ja, aber Wasser einmal bringen auch nicht viel, weil du da auch Void-Aspekt oder Metall-Aspekt rauskriegen könntest. Also den Aspekt nicht selber, aber halt die anderen Grundaspekte daraus. Gibt nicht Schnee und sowas? Ja, ich habe ja Eis verwendet. Ja, was ist effektiver, Schnee oder Eis? Oder Schneeblöcke vielleicht sogar. Woher soll ich das genau wissen? Weiß nicht. Kann man doch bestimmt irgendwie rausfinden. Ich kann das Wireless Access Terminal nicht durch sich selbst durchschieben, das macht keinen Sinn. Ist die Smeltery in Benutzung? Nö. Okay, dann hau ich da mal Enderperlen rein. Da ist Obsidian drin, ja gut, sollte nichts machen. Kannst du ausgießen, ist kein Problem. Nein, nein. Nein, auf keinen Fall. Ich doch nicht. Okay, also machen wir es dann fertig zum Wither-Kampf. Später mal, ja. Nee, doch schon. Ja. Ja, da haben wir noch Stahl da. Wir haben sogar Diamanten da. Ja, stimmt, Diamanten ist besser, ne? Okay. Wandrüstung bauen oder was? Ja. Das ist so ein Moment, wo ich wirklich sagen müsste, viele Level und ein Verzauberungstisch mit Büchern wäre das toll, aber naja. Aber da ich nichts davon habe. Naja. Werde ich mir aber auch einfach eine Diamantrüstung craften. Von 61 Level habe ich, so ist es nicht. Was? Ich habe nur 7. Ja, weil ich ja alles kurz und klein gekloppt habe, eine ganze Weile lang. Ich glaube, ja, das könnte was knapp werden. Egal. Wir brauchen vielleicht etwas Milch. Ah. In Flaschen am besten, das bringt mehr.
Aber wo kriegen wir so viel Milch her, wenn die ganzen Kühe doch nur einmal geben? Oder gehen die mittlerweile doch öfter? Na, ein paar Kühe haben wir ja. Oder gibt's künstliche Milch? Wir könnten theoretisch... Tofu. Genau, wir könnten wahrscheinlich Sojamilch verwenden, aber die brauche ich eigentlich noch für die Quest. Muss mal schauen, ob ich Sojamilch trinken kann und ob es wirklich was hilft. Kommst du mal kurz her? Du hast doch deinen Giftschlag. Ja. Soja ist irgendwie hier gar nicht drin. Salat. Im Plan. Soll ich dich? Ach doch, da. Bist du bereit? Ja. Nee, kann man gar nicht, kann ich gar nicht trinken. Okay. Unfulfilling Snack, das ist ja wirklich, das gibt mir wirklich Hunger zurück. Hm. Schade. Die Idee war gut. Tja. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal 5 Kühe. Das heißt 5 Flaschen auf Milch. Wow. Flaschen auf Milch. Ist gut, dann nehme ich keine. Dann kann man es trotzdem noch nicht genau aufteilen. Egal. Ich glaube, es hat auch keinen, okay. Ich habe jetzt welche abgebaut gehabt. Hm? Ihn ja. Was hast du? Wie? Ich dachte, nee, ich hatte keine Schaufel dabei. Achso. Na gut. So, Diamantrüstung. Ach, die Diamanten sind schon hier reingewandert, ne? Was soll ich auch nochmal hier ohne Schaufel abbauen? Brauchen ja nur 5. Ach, warte mal, Fresh Milk. Natürlich jetzt die Frage, ob man die auch so trinken kann. Ich bezweifle es irgendwie. Na, ich muss es probieren. Ne, kann man nicht. Schade. Kann man das jetzt wieder umwandeln? Wahrscheinlich nicht. Einfach weil es logisch wäre. Vielleicht hat aber das Essen dann auch irgendwie so ein Ding. Aber das kannst du eben nur machen, wenn du Hunger hast. Das passiert nicht schnell. Ein unfulfilling Snack, der ist, den kannst du immer essen. Konnte ich gerade nicht, als du mich vergiftet hattest. Ach, kann es sein, dass dein Gift auch gleichzeitig... Nee, ist mir aufgefallen, solange man vergiftet ist, kann man nichts essen. Das war mir letztens aufgefallen, dass immer wenn ich vergiftet war, ich nichts essen konnte. Vielleicht kann man auch nichts trinken in der Zeit. Vielleicht wurde das ausgeschaltet, dass du mit der Milch gar nicht arbeiten kannst. Ist ja weiß dasselbe. Hm? Bin ich einfach Regenerationstränke mitnehmen genug? Ich habe eine Flasche Regeneration dabei. Ist nur 8 Flaschen drin. Kann mich auch schon. Jeder von uns kann er mitnehmen. Ich habe leider keinen Giftschlag. Du kannst einfach ein Spinnenauge essen. Spinnenauge essen, ja, das ist eine Möglichkeit. Regenerationstrank, einen bitte mitnehmen, danke. Ich warte dann mal hier auf euch. Boah, ich fall. Theoretisch könnten wir uns auch einfach einen Instant Health Trank mitnehmen noch. Warte mal, das war jetzt zu absurd. Was denn? Wie lange vergiftet ein Spinnenei? Spinnenauge. Keine Ahnung. 30 zu Sekunden kurz. Vielleicht? Nee, kurz. Eine. Dein Pendant ist doch giftresistent. Das stimmt. Musst du dann ausziehen. Der Schmenz auch wither-resistent wäre. Haben wir nicht Reliquary? Ich glaub nicht, ne? Wenn ihr was? Ob wir Reliquary haben. Ich glaub nicht. Nee. Ich überleg grad, sollten wir einen Instant Health Trank mitnehmen? Hm, auf jeden Fall, ja. Haben wir auch 4 Stück von, also jeder von uns kann einen mitnehmen. Okay. So, und jetzt kann ich kein Spinnenei mehr essen, weil ich voll bin. Toll. Dann hüpfst du ein bisschen rum über der Straße. Stand. Also wie lange braucht ihr noch?
Ein bisschen. Okay, dann komm ich. Ich bin's fertig. Ich hab jetzt mein Schwert dabei. Die beiden Flaschen. Regen und Instant Health. Ne, ich glaube nicht, dass es hilft. Fressen wir mal noch ein Spinnenauge. Haben wir eigentlich noch Äpfel? Nein, wir haben nie Äpfel irgendwie. Nein, es hilft leider nicht. Ja, weil Äpfel bräuchte ich auch, dann könnte ich Hartkanister hochtun. Ja, ebenso. Das wäre halt dann schon echt wirklich praktisch. Wir haben ja noch ein paar von diesen Flachshäkeln. Du kannst einfach noch mal durch ein paar Bäume durchgehen. Ja gut, aber da brauchen wir da Eichen für. Du musst schon wissen. Ich habe ja, als ich Äpfel gefarmt habe, das geht echt schnell. Du legst dir in die Hardbar einfach die Hoe of Growth, Saplings und die Axe of the Stream. Dann machst du deinen Rechtsklick-Austausch immer wieder hin und her. Rechtsklick-Austausch, was? Ja, dann schaltest du mich in der Reihe durch. Du hast deinen Erdblock, Rechtsklick mit dem Sapling, Rechtsklick mit der Hoe of Growth, Rechtsklick mit der Dings und wieder zurück. Weil die Blätter bauen sich von selbst ab. Warten, bis die abgefallen sind und dann nochmal neu. Ich hab hier noch einen Hoe of Growth ins System reingetan. Ja, die habe ich wieder raus. Achso. Weil die gar nicht reingehört. Doch, klar gehört die rein. Nein. Tools gehören sich in die Tools Chest. Das verbraucht zu viel. Wir können es uns gleich leisten.